Moin, moin, wir sind wieder unterwegs mit Aufgesattelt, diesmal ziemlich weit weg von unserem Zuhause in Baden-Baden. Und zwar in Gerolzau, ist ganz dicht ein kleiner Vorort vor Baden-Baden. Wie ihr uns schwer erkennen könnt, sind wir hier auf einer wunderschönen in Holz angelegten Reitanlage. Und heute sind unsere Interviewpartner die Familie Weingärtner, die wir gleich noch vor die Kamera bekommen. Wir nehmen erstmal ein paar Sequenzen auf, wie die Pferde raustreiben. Und dann später sprechen wir, warum sie das überhaupt gemacht haben, wie sie auf die Idee gekommen sind und hoffen auf interessante Antworten. So, wie wir uns schwer erkennen können, Chef des Hauses, Martin, kämpft mit der Schwarzwälderin. Ja, wenn die nicht wollen, wollen die nicht, ne? So einfach ist das. Ist nicht ganz so leicht. Die beiden werden auch geführt. So, jetzt kommt der Rest der Meute. Hat's na klar denkbar eilig, hier loszukommen auf die Wiese. Schöner Anblick immer zu sehen, wie die da eine Freude haben. Da kommt noch die Nachhut. Guck mal, jetzt guckt er erst, wartet auf Kumpel. Guck mal, das ist doch nett, ne? Da ist schon ein bisschen mehr Ruhe hinter. Ich denke mal, das hintere Pferdchen ist schon ein bisschen älter. Guckt sich die ganze Misere erstmal an. Siehste, guck mal. Zelt gesund. Berg hoch, Berg runter. Kleiner Snack zwischendurch. Aber es geht. Also, wir haben es jetzt erst uns mal angeschaut, wie das hier morgens vonstatten geht, wenn die Pferde alle aufgetrieben werden. Jetzt habe ich die Familie zusammenbekommen. Das ist Familie Weingärtner. Und die stellen sich jetzt alle mal nacheinander vor. Und der Chef des Ganzen erzählt uns dann mal, warum, wieso wir eigentlich hier sind. Ja gut, Martin Weingärtner ist mein Name. Ich bin hier in Gerolzau groß geworden, aufgewachsen. Großvater hatte hier ein Sägewerk im Ort. Und von daher waren wir schon immer geprägt hier auf unserem Anwesen. Durch das Sägewerk hatten wir auch einen Holzfuhrbetrieb, auch immer Pferde auf dem Hof. Und dann von väterlicherseits natürlich auch mit Pferden. Ja gut, und dann hatte ich mich vor ca. 13 Jahren hier mit einem Freund verwirklicht als Landwirt. Wir haben die Heiling GbR gegründet, mit der wir schottische Hochlandrinder züchten. Hier im Osten der Stadt Baden-Baden in den Wiesentälern um uns herum. Wir haben hier zusammen in der Heiling GbR ca. 120 Hochlandrinder laufen in den ganzen Seitentälern und bewirtschaften damit extensiv in extensiver Muttertierhaltung mit Hochlandrindern diese Täler. Produzieren damit Fleisch auch und Wurst, die wir dann hier im Hofladen auch verkaufen. Und halten somit, wie gesagt, hier die Landschaft offen. Da natürlich das Herz immer für die Pferde schlägt und die Pferde mich immer in meinem Leben lang begleitet haben, war es dann so, dass man halt dann irgendwann gesagt habe, okay, die Landwirtschaft wurde jetzt so groß mit Maschinen etc., mussten wir da quasi aussiedeln aus dem Ort direkt da unten. Und dann haben wir gesagt, wir machen für die Maschinen und die Geräten hier unsere Logistikplattform, den Hof. Und dann haben wir gesagt, okay, als Landwirt brauchst du auch noch ein gewisses Zubrot und mit der genehmigten Pferdenpensionshaltung. So kam es dazu, dass wir dann den Stall hier vor circa 6 Jahren gebaut haben. Alles an sich in Eigenregie, ging natürlich gut, weil der Bruder auch einen Zimmerei-Holzbaubetrieb hat. Und so haben wir dann so Hand in Hand in der Familie den Hof hier gebaut. Das ist ja wahnsinnig spannend. Ich meine, man kommt von der Rinderhaltung, gut, Forstwirtschaft kam noch dazu, also so richtig mit Rückgepferden früher? Ja, klar, ja. Also auf dem, gut, da war ich dann
wie soll ich sagen, die Fuhrleute von damals, die kannte ich noch als kleiner Junge, die Pferde, die Rückepferde, die waren dann weg, als ich zur Welt kam. Aber wir hatten ständig so 6 bis 8 Rückepferde und zur Holzabfuhr hier im Wald. Ne? Die zwei da oben, die sehr dunklen mit den hellen Mähnen und langen Haar halt, Schwarzwälder Füchse, war das damals auch schon die Rückepferde oder ist das einfach nur eine Liebe zur Rasse? Das ist jetzt mehr eine Liebe zur Rasse. Die Schwarzwälder Füchse, die galten ja eine Zeit lang auf der roten Liste. Der Schwarzwälder Fuchs von jeher ist das Arbeitspferd aus dem Schwarzwald. Der Landwirt im Schwarzwald hielt dieses Pferd, das wird herangezüchtet, zunächst für die Arbeit, zum Rücken, wie eben gesagt. So hat der Bauer im Winter also den Holzeinschlag dann gemacht. Im Frühjahr hat er dann das Feld bestellt und hat dann die Heuernte mit dem eingespannten Pferd vom Wagen dann vollzogen. Und wenn er am Sonntag dann brav war und ist mit der Familie in die Kirche gegangen, wie es gehört, da hat er natürlich die Familie mitgenommen auf der Kutsche. Und das Pferd lasse ich auch reiten. Sie sind auch alle beide unter Beritt. Ne? Wir fahren mit den Pferden und wir reiten die auch. Funktioniert gut. Wie oft macht ihr das ungefähr? Wie viel Zeit habt ihr dazu? Also maximal, wenn ich ehrlich bin, momentan 2-mal in der Woche maximal. Das ist schon nicht schlecht. Ja, das geht aber gut. Die haben ja dann ihre Reitbeteiligung und werden also auch so bewegt. Das funktioniert, ja klar. Also wir 2-mal in der Woche und dann haben wir noch jemanden so, der es nebenher nochmal bewegt. Sodass sie also 4-mal in der Woche in der Bewegung sind. Ansonsten denke ich, haben wir hier den Hof ja so gestaltet, dass die Pferde großräumige Boxen haben. Sie haben alle Paddocks und haben natürlich, wie man hier jetzt auch sieht, recht großzügigen Koppelauslauf täglich. Außer bei schlechtem Wetter, wegen der Unfallgefahr natürlich. Ja gut, das ist hier alles Hanglage, das wird rutschig. Mhm. Da will man ja auch den Pferdebeinen so ein bisschen Schonung wieder fahren. Lassen. Ja. Ich meine, wenn wir hier runter gucken, das ist schon, auch wenn es nur ein Moment ist, aber so ein Pferd macht dann mal schnell einen Purzelbaum. Ja, zu euch, wer seid ihr? Ja. Hallo, ich bin der Felix Weingärtner. Ich habe noch einen Zwillingsbruder, das ist der Peter. Und wir sind hier auch mit der Landwirtschaft groß geworden, haben auch eine gewisse Affinität auch zu den Tieren, zu den Pferden, zu den Rindern entwickelt. Und uns macht es natürlich auch Spaß, dann uns hier einzubringen. Ja. Wie mein Vater schon gesagt hat, der Hof ist 2010 entstanden. Das ging natürlich auch nur in Verbindung mit sehr viel Eigenarbeit, sonst hätten wir das Ganze gar nicht stemmen können, allein schon von der finanziellen Seite. Und es ist einfach schön, hier Zeit zuzubringen, das macht den Kopf frei. Viele sehen gewisse Dinge als Arbeit, aber wenn wir zum Beispiel auf der Kutsche fahren, dann hat man einfach mal den Kopf frei für andere Dinge, mal ein Stück weit losgelöst vom Alltag und das macht einfach Spaß. Und ich denke auch, gerade mit dem demografischen Wandel ist es wichtig, dass auch solche Traditionen wie das Schwarzwälder Kaltblut, dass man sowas auch an die jüngeren Generationen weiterträgt, weil sonst stirbt irgendwann eine Rasse aus, wenn sich keiner mehr drum kümmert. Und deswegen ist es ganz wichtig. Ja. Peter, ihr seid ja beide im Studium. Ist das für dich auch so eine Art Aquarium wie die Wohnungsleute ohne Balkon, wenn du hier bist? Wie empfindest du das, wenn du vom Studium kommst am Wochenende und der Kopf raucht? Man muss lernen die ganze Zeit, man powert und dann kommt man hier in dieses Idyll. Ist es wirklich so? Lernt ihr wirklich? Doch, also wir lernen. Das muss ja sein, dass der Vater das fragt. Und da ist die Brücke auch schon mal geschlagen. Also auch fürs Abi haben wir hier wahnsinnig viel gelernt, weil man ist hier nicht so abgelenkt. Das Handy lasse ich meistens auch ganz daheim und da ist man wirklich fokussiert hier. Also hier ist man mitten in der Natur. Es ist für alles gut. Also lernen, wenn man hier zu den Pferden gehen will, wenn man reiten will. Wir sind auch in gewisser Weise Selbstversorger. Also jetzt geht es dann bald los. Wir werden bald mit der Heuernte beginnen. Klar, dann werden wir dann auch von unserem Studienort Karlsruhe unter der Woche als herkommen und dann eben mit der Heuernte beginnen. Aber das macht auch Spaß und ist ein Ausgleich. Gerade auch unter der Woche hat man ganz viel im Studium. Dann kommt man hierher, das ist einfach eine ganz andere Welt. Vielleicht wollen wir unten uns nochmal reinsetzen in euren Hof und da nochmal weiterschnacken. Sehr gerne. Okay, danke. Gut. So, wir haben uns mal ein bisschen umdrapiert. Wir sind von der Weide runtergekraxelt in den Innenhof der Stallanlage und ich habe alle drei wieder um mich versammelt und ich wollte jetzt noch mal ein bisschen auf die Schwarzwälder Füchse eingehen und was ihr damit vorhabt. Ihr habt also die Stute beim Hengst gehabt zum Beispiel, also ihr züchtet auch unter anderem. Aber was ist eigentlich die Grundintuition, also den Schwarzwälder Fuchs? Welchen Nutzen wollt ihr daraus ziehen? Wer will antworten? Der Papa. Also, Papa. Na, okay. Also, wie eben schon gesagt, oben auf der Weide, Schwarzwälder Fuchs ist an sich das Pferd des Schwarzwaldes. Wir sind hier im Schwarzwald, im Nordschwarzwald, Baden-Baden gelegen.
Und es ist einfach so, dass wir auch derzeit ein sehr großes Projekt, ein Familienprojekt hier stemmen, unweit hier vom Stall, Luftlinie ca. 300-400 Meter. So, und das Tüpfelchen auf dem I, kommen wir wieder zu den Pferden natürlich, die dürfen nicht fehlen. Wollen wir natürlich hier, wenn wir das Gebäude wird schwarzwaldtypisch, aber mit modernen Komponenten. Und da sagen wir natürlich, da wir hier Pferdeleute sind, was passt denn besser dazu wie der Schwarzwälder Fuchs? Dem man dann auch ein bisschen ja, die Chance wieder gibt, hier den sich in Szene zu setzen. Die Kurbelfläche wird direkt angrenzen, dort an die Gerolzauer Mühle. Und von dort wollen wir dann auch halt natürlich das Thema so bespielen, dass wir gesagt haben, okay, von dort aus rundherum, dass man Kutschfahrbetrieb ein klein vielleicht mal aufbaut, ganz klein, beschaulich, dass man den Leuten, auch den Kindern die Möglichkeit gibt, auf der Kutsche mal rundum zu fahren, hier an den Weiden durch, wo praktisch dann man live sagt, so hier wird praktisch das Futter erzeugt für die Tiere, für unsere Rinder, für die Pferde. Es ist hier vielleicht angedacht, vielleicht eine Streuobstkultur oder Pfad und, wo man einfach auf diese Dinge eingehen kann. Das ist so an sich die grundige Idee und ich denke, da passt jetzt einfach hier besser der Schwarzwälder Fuchs dazu, wie ja, dass man jetzt hat, was auch schöne Pferde sind, die Friesen vor die Kutsche spannen würde. Das ist halt unsere Meinung dazu. Ne? Ich glaube, die würden hier auch nicht ins Bild passen. Das wird nicht passen, oder? Wir wollen ja hier mit dem Projekt und mit den Pferden auch gewisse Werte hier vermitteln, Traditionswerte. Und was bietet sich da mehr an als ein Stück greifbare Tradition in Form von so einem Schwarzwälder Kaltblut? Das macht natürlich, soll auch jüngere Leute ansprechen, damit man sich auch damit wieder mehr identifiziert. Ne? Ich muss auch wirklich sagen, der Schwarzwälder Fuchs ist auch als Freizeitpferd auf jeden Fall zu nutzen. Ne? Ja, es macht zwar den schweren Eindruck, aber die sind ganz schön flott unterwegs. Also wir haben das ja so ein paar Eindrücke sammeln dürfen. Also so vom Kaltblut sehe ich da zwar nur die Pferdemasse, aber mehr auch nicht. Also die sind auch extrem wendig. Man sieht sie viel in Barockshows auch, in einer anderen Reitweise, weil sie ja doch sehr feine und sensible Pferde sind, was man ihnen ja auch eigentlich gar nicht zutraut. Der Vater vom Bunde, der möchte gerne in Urlaub. Wir wollen dich jetzt hiermit entlasten. Also wirklich, wir schauen uns nochmal eure Gerolzauer Mühle an. Das würde mich echt interessieren. Das finde ich ein ganz tolles Projekt. Und den Vater schicken wir in Urlaub. Ich möchte mich hier erstmal beim Papa bedanken, bei den Jungs noch nicht. Ich habe euch noch im Schlepptau. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Dankeschön. So, wir haben uns eingefunden in dem Mega-Bauprojekt Gerolzauer Mühle, das Tor zum Schwarzwald. Wir durften da einmal durchgehen. Es ist noch im Rohbau befindlich. Also Rohbau ist vielleicht völlig übertrieben, Entschuldigung, es ist deutlich weiter. Denn wir haben hier schon gehört, dass im August das Projekt an den Start geht, sprich die Eröffnung geplant ist. Gibt noch mal ein Statement ab. Wie ist das entstanden? Habt ihr da wirklich Hand angelegt? Ist ja alles heimisches Holz. Es ist also ein totales Naturprojekt. Und was befindet sich alles da herin? Ja, die Gerolzauer Mühle, wirklich das Projekt steht unter dem Stern aus der Region, für die Region. Wir haben es ja vorhin schon erwähnt, der Holzeinschlag. Das Holz ist alles aus alles heimische Weißtanne, das wir auch zum Teil selbst eingeschlagen haben. Und ja, auch die Lieferanten, die Gerolzauer Mühle später beliefern werden, das sind alles regionale Bauern, Landwirte aus der Umgebung hier. Ja, wichtig ist noch zu sagen, dass es eigentlich ein komplettes Familienprojekt ist. Also ohne die Eigenleistung, die wir innerhalb der Familie da eingebracht hätten, hätten wir das auch gerade finanziell gar nicht stemmen können. Und wir haben jetzt, Peter und ich haben jetzt gerade unsere Ausbildung zum Elektroniker und, für Maschinen- und Antriebstechnik abgeschlossen und haben natürlich unseren ganzen Urlaub hier in der Mühle zugebracht. Jetzt studieren wir ja in Karlsruhe und schauen, dass wir eben, wenn wir dann am Wochenende oder unter der Woche hier vorbeikommen, dass wir da uns auch wieder voll einbringen. Aber ja, wir möchten ja im August eröffnen. Wir haben jetzt Anfang Mai und das ist natürlich noch ein harter Weg dahin. Es ist aber die Endphase jetzt und schauen, dass wir richtig weiterhin ranklotzen und so weitermachen, wie wir bisher gearbeitet haben. Herzlich auch zur Eröffnung eingeladen oder wenn das Ganze hier mal komplett fertig ist, auch an die Zuschauer. Die können sich gerne hier selbst davon überzeugen, wie es hier ausschaut und ja, wie man hier so im Schwarzwald lebt. Ja, kann ich nur weiterempfehlen, soweit. Wie gesagt, hier gibt's Fremdenzimmer. Hier kann man seine Pferde super unterbringen. Das haben wir ja nun schon gesehen. Man kann hier sich sehr vielfältig betätigen in Sachen Ski, in Sachen Wandern, in Sachen Reiten. Ich kann es nur weiterempfehlen.
Kommt, guckt euch die Homepage an, Gerolzauer Mühle. Da steht mit Sicherheit dann das genaue Öffnungsdatum drin. August ist nur eine Planung. Aber so wie ich das gesehen habe, das schaffen die. Vielen Dank.